Also, wir werden ja jeden Tag mit neuen Todeszahlen im Zusammenhang mit dem angeblichen Coronavirus bombardiert. Hier haben wir also Deutschland, 113.000 Infizierte, 2.300 Tote, 46.300 Genesene. Wenn wir uns aber jetzt mal anschauen, wie kommt es denn überhaupt zu dieser Feststellung, dass jemand an Corona gestorben ist, dann haben wir hier ein Zitat aus Spiegel.de. André Karch, Epidemiologe an der Universität Münster, sieht die Frage, ob jemand an oder mit Covid-19 gestorben sei, als wichtig, aber aktuell schwer lösbar an, da sich im Einzelfall eine Todesursache ohnehin oft nicht klar zuordnen lasse. Das heißt, diese Zahlen hier, mit denen man uns permanent Angst einjagt, die beruhen auf einer Nullgrundlage, weil sich die Todesursachen selbst nach Meinung von Epidemiologen gar nicht sicher zuordnen oder auch feststellen lassen. Schön, das ist ja schön. Aber dann nur noch mal die Frage, wie kann man sich erdreisten, uns mit solchen Zahlen zu behelligen, wenn die überhaupt nicht verlässlich sind? Jetzt sollte man ja meinen, dass diese ganzen tollen Wissenschaftler, vor allen Dingen das Robert-Koch-Institut, mit seinem vorsitzenden Tierarzt daran interessiert sein müssten, also möglichst viele Obduktionen durchzuführen, um diese Todesursachen eben doch verlässlich festzustellen. Und da hatte ich ja schon über den Brief eines Pathologen berichtet, der mir geschrieben hatte, dass das Robert-Koch-Institut von Obduktionen abrät. Eine innere Leichenschau, Autopsien oder andere aerosolproduzierende Maßnahmen sollten vermieden werden. Sind diese notwendig, sollten diese auf ein Minimum beschränkt bleiben. Dankenswerterweise wehren sich jetzt Kapazitäten gegen diesen Irrsinn, die Leute einerseits mit Todeszahlen zu behelligen und andererseits Obduktionen praktisch zu verhindern. Hier habe ich also einen neuen Brief von Professor Dr. Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie und Infektionsmedizin, an den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Also sprich, die Lungenexperten haben sich jetzt an die Pathologen gewendet und haben denen geschrieben, dass sie mit Befremden die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zur Kenntnis genommen haben, Covid-19 verstorbene Patienten nicht zu obduzieren. Also mit Befremden ist unter Kollegen oder Medizinern schon ein ziemlich harter Ausdruck. Aus meiner Sicht, schreibt der Professor Welte an die Pathologenkollegen, bietet gerade die postmortale Untersuchung des Lungengewebes mit modernen molekularpathologischen Methoden die Möglichkeit, neue Erkenntnisse über die Erkrankung zu gewinnen. Das Infektionsrisiko liegt dabei nach aktueller Einschätzung nicht höher als bei einer Tuberkuloseinfektion. Ja, dazu muss man sagen, die werden alle obduziert, auch infizierte Patienten. Also wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, nein, wir können nicht obduzieren, der Obduzent, der könnte sich ja infizieren, das ist ja lächerlich, dann könnte man fast gar keine Obduktion mehr durchführen. Insofern möchte ich Sie, schreibt der Professor Welte hier an die Pathologen, das Robert-Koch-Institut zeitnah aufzufordern, diese Empfehlung zu korrigieren. Also das Robert-Koch-Institut soll mit seiner Blockade aufhören. Ja, das Robert-Koch-Institut ist ja übrigens nicht ein unabhängiges Institut, wie manche glauben, sondern ein Regierungsinstitut. Das heißt, das ist letztlich Angela Merkel. Das wurde also an die Pathologen geschrieben. Dann haben die Pathologen ihrerseits an das Robert-Koch-Institut geschrieben. Sie schreiben hier, die Obduktion hatte und hat auch heute unverändert eine Bedeutung für das Verständnis der Pathogenese von Infektionskrankheiten. Und dies muss auch für Covid-19 gelten. Wir bitten Sie daher um Neubetrachtung und Änderung der RKI-Empfehlungen zum Umgang mit Covid-19 Verstorbenen. Gerade aktuell sollten Obduktionen bei diesen Verstorbenen nicht vermieden, sondern im Gegenteil so oft wie möglich durchgeführt werden, auch um den Zusammenhang mit anderen Grunderkrankungen der Verstorbenen zu erhellen. Daran besteht ein hohes öffentliches Interesse. Von klinischer Seite sind nämlich viele Fragen zum Krankheitsprozess bei Covid-19 unbeantwortet, weil es geht ja jetzt nicht nur darum, die Todesursachen endlich mal verbindlich festzustellen,
sondern aus diesen Obduktionen auch Erkenntnisse für die Behandlung zu gewinnen. Auch das scheint dem Robert-Koch-Institut vollkommen egal zu sein. Und jetzt habe ich nochmal einen Brief von dem erwähnten Pathologieprofessor bekommen. Da kann man jetzt lesen, dass diese Bemühungen Erfolg hatten. Das Robert-Koch-Institut hat zwischenzeitlich die Empfehlungen, Autopsien zu unterlassen, ersatzlos gestrichen. Die rasche Gewinnung von objektiven medizinischen Daten zu den Todesursachen, unabhängig von den fragwürdigen PCR-Tests, hat im Moment größte Bedeutung, da sie höchstwahrscheinlich ergeben werden, dass die drakonischen Einschränkungen unserer Bürgerrechte seitens der Regierungen nicht gerechtfertigt sind. Vielen Dank. Wie Sie meine Arbeit unterstützen können, erfahren Sie unten in der Beschreibung. Herzliche Grüße von Ihrem Gerhard Wisniewski.